iPlay TV auf der CeBIT 2011 in Hannover. Die Technikwelt entwickelt sich immer weiter, so auch die Bestellmöglichkeiten für einen Kaffee zum Beispiel oder ein Flugticket am Flughafen. Mit dem Gerät, was wir hier sehen, ist es möglich, Produkte und Getränke zu bestellen, die dann bei den Kellnern ankommen und geliefert werden. Wie die Bezahlmethode bei dem Gerät sein wird, konnten wir leider noch nicht feststellen. Und Tic-Tac-Toe sollten wir wirklich noch alle kennen. Und deshalb kann man auch gegen einen selbstlernenden Computer spielen. Die neue Technik mit der Holographie geht so langsam einen Schritt nach vorne. Wir konnten ein System erkennen, was eine Holographie darstellt. Jedoch haben wir später festgestellt, dass dieses auch drei Monitore sein können, da dieses produzieren, da man nicht die Rückseite sehen konnte. Dabei könnte es sich um transparente Monitore handeln, auch eine, könnte man sagen, Neuheit. Aber was man mit der Grafik alles schon sehen kann, ist doch sehr beeindruckend. Als nächstes haben wir uns ein Smartphone vom Hersteller Shenzhen Zhouyai Communication angeschaut, ein kleines chinesisches Unternehmen, und was einige kleine Features liefert, die auch schon fast jedes Smartphone besitzt. Es besitzt nämlich unter anderem eine vollständige Tastatur, wenn man Nachrichten eingibt, und nicht so wie bei anderen einigen, wo man halt es über die Nummern machen muss. Dabei besitzt es noch eine 16:9 Kamera auf der Front- und Rückseite, um detailgetreue Videos und Fotos aufzuzeichnen. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben. Nebenbei handelt es sich hier um ein Android-Smartphone mit der Android-Version 2.1. Nicht die neueste, aber immerhin. Als nächstes kommt ein Gerät von Huawei, einem bekannten Hersteller für günstige Smartphones. Diese Navigation hier ist nicht von links nach rechts, sondern von oben nach unten, was für einige vielleicht einfach erscheint, wie auch bei dem Smartphone davor. Besitzt es auch mehrere Homescreens, die zur freien Gestaltung freistehen. Besitzen tut das Gerät die neueste Android-Version, das ist 2.3 Gingerbread, natürlich noch einen 3,7 großen Display. Eine 5 Megapixel Kamera, die auf Videos bis zu 720p aufzeichnen können, also HD. Die Dicke von 9,9 mm ist recht flach und was auch von der Seite man recht gut sehen kann. Nach einem langen Messetag kann man sich ja ausruhen, und zwar in der Halle 23 bei den Intel Extreme Masters World Championship. Dort haben wir ein Counter-Strike-Match verfolgt, und zwar zwischen Frag Executors und den Navi aus der Ukraine. Die Frag Executors kommen übrigens noch aus Polen. Und in der Kategorie Counter-Strike 1.6 haben sie im Finale um den Titel um 35.000 Euro gespielt. Gewonnen hat am Ende ganz verdient und durchaus sehr, sagen wir mal, überzeugend die Navi. Falls ihr dieses Match nochmal sehen wollt, auf ESL TV könnt ihr das nochmal nachsehen. Natürlich mit allen Spielen von der gesamten CeBIT hier bei den Intel Extreme Masters. Natürlich alles kostenlos als VOD verfügbar. Und natürlich auf der ESL konnte man einige Verschenkaktionen beobachten. Natürlich haben wir uns das nicht nehmen lassen und haben einige Aufnahmen dazu gemacht. Und der Redakteur Marco hat sich nochmal nach vorne geschlichen
um mitzumachen. Ganz knapp hat er leider ein T-Shirt verpasst, hat es in der Hand gehabt, aber leider dann ist es ihm entwichen. Macht aber nichts, es hat trotzdem Spaß gemacht. Da wir am Ende noch etwas Zeit hatten, haben wir uns noch mal kurz durch die Halle 23 als letztes begeben und haben beim XMG-Stand eine große Verwüstung entdeckt. Dort vorher gab es nämlich eine Verlosung über Laptops, Mini-Kühlschränke und noch einiges anderes, zum Beispiel sogar ganze Gaming-Rechner. Und von hier aus sagen wir Tschüss, hier von der CeBIT, euer Marco und Benny.